So, ein erster Videorundgang in diesem Jahr. Es ist Januar. Dicker Schnee, minus 10 Grad. Und dann schauen wir mal, was wir alles so zu sehen kriegen heute. Die Sonne scheint etwas. Laufen wir hier mal lang. Ich werde zwischendurch immer die Kamera mal wieder ausmachen, weil es doch ziemlich weitläufig ist hier. Viel außer Schnee gibt es auch nicht zu sehen, aber ich muss mal gucken, ob ich das schaffe, ein paar schöne Sommerbilder dazwischen zu schneiden, damit man auch weiß, wo ich gerade bin. So, dann schalte ich erstmal wieder ab, einen Schwenk hier rüber und dann schauen wir mal. Bis gleich! Wir haben hier vor ein paar Tagen Bäume gesägt. Das ganze Geäst liegt hier noch. Das möchte ich gerne nutzen für die Hügelbeete im Frühling. Beziehungsweise, ja, Mulchbeete natürlich nicht, für die Hügelbeete. Das wird dann alles grob zerkleinert. Aber nur grob, damit die Belüftung im Boden nachher gewährleistet bleibt. Die großen Stücke, die werden noch klein gesägt und dann kriegen die Kinder die erstmal 3 Jahre lang zum Spielen und zum Bauen, bis die abgelagert und abgetrocknet sind. Und dann kommen die in den Ofen und sollen uns schön wärmen im Winter. Wir haben die extra so hoch abgeschnitten, damit wir die Reststücke, ich gehe mal hier rum, als Zaunpfähle noch nutzen können und in der Hoffnung, dass die dann oben auch noch wieder austreiben und eine neue Krone bilden. Ob das funktioniert, keine Ahnung, wir haben sowas noch nie gemacht. Vom Barfußpark sieht man die Balancierstrecke hier unten. Das müssen wir dann auch alles wieder in Schuss bringen bis zum Frühling. So, dann schalte ich mal wieder ab. Bis gleich. So, meine Karden. Ich wollte Kardentinktur ansetzen. Laut Wolf-Dieter Storl ist die Kardentinktur ja gut gegen Borreliose. Und da ich nicht weiß, ob wir die irgendwann vielleicht gut nutzen können, habe ich gedacht, probiere ich das mal aus. Da gibt es aber dann ein separates Video zu, wie ich die Tinktur ansetze. Die Tinktur wird aus den Wurzeln von den Karden gemacht. So, ein erster Blick aufs Wasser. Da kann man natürlich sehr schnell einsehen, wenn im Winter alles so frei ist und die Blätter nicht an den Bäumen sind. Im Sommer ist es schwer, von hier aus bis aufs Wasser zu sehen. Es ist dann alles grün. Ganz zugefroren. Der Schnee knatscht richtig unter meinen Füßen. Ich gehe nachher von der anderen Seite noch mal rum. Da kann man besser den ganzen See oder kleinen Kiesteich See einsehen. So, hier durchklettern und dann sage ich noch mal bis gleich. Ah, wer kommt denn da? Der Große. Ja. Wo sind die anderen denn? Wo hast du die anderen gelassen? Da ist Adi. Wo sind die Ponys, Long Beach? Wo habt ihr die gelassen? Sollen gleich mal gucken. Da hinten stehen sie. Alle drei. Naja, dann sind ja alle da. Braucht man sich da keine Gedanken drum zu machen. Weil zwischendurch
ist unser Leben, unser Pipi Langstrumpf-Pony. Das weiße, ein kleines Luder. Da muss man wirklich zwischendurch hinterher sein, damit die keinen Blödsinn anstellt. So. Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Das ist hier die Nordseite. Da haben wir dann den Einblick aufs Ganze. Mal gucken, ob ich hier drüber klettern kann. Hier ist abgesperrt wegen der Pferde. So. Das ist natürlich ein herrlicher Anblick. Ach, guck mal da. Die Vögelchen. Die suchen sich die Erlensaat von den Erlenbäumen hier. Da sitzen sie. Einmal hier rum. Die alte Hütte mit einer kaputten Türe. Hier ist ganz, ganz viel. Das ist alles überall. Alles verwittert ist im Laufe der Jahre. Und das sind eigentlich die Projekte, die ich dieses Jahr so nach und nach in Angriff nehmen möchte. Aber da werde ich dann auch Videos zu drehen. Und dann schauen wir mal, was im nächsten Jahr war, ob sich da was getan hat. Dann drehe ich mal wieder bei und laufe noch ein Stück und sag erstmal bis gleich. Hallo Süße, du bist ja gar nicht mehr weiß. Alles abgetrocknet? Hm? Hat die Sonne alles abgetrocknet? Da stehen die beiden anderen.